1992 geboren und in China, Suzhou, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Shanghai. Aber jetzt haben wir auch sehr viel Bevölkerung, ungefähr 10 Millionen. Also meine Eltern, die sind jetzt selbstständig, beide. Die besitzen eine Fabrik und da werden Holztüren vor allem hergestellt. Ja, und es ist in China leider sehr typisch, dass als ich jung war und hatte meine Eltern halt nicht so viel Zeit gehabt, daher bin ich eigentlich mit meiner Oma aufgewachsen. Ja. Also ich habe meine Eltern früher nicht so oft gesehen, ehrlich zu sagen. Ja, also meine Oma ist eine sehr typische chinesische alte Dame. Sie konnte leider gar nicht lesen, auch nicht schreiben. Aber ich glaube, ich denke schon, dass sie ein sehr gutes Herz hatte. Und weil meine Eltern nicht so oft auf mich aufpassen konnten, hat sie quasi für mich immer so gekocht und natürlich Wäsche gewaschen, alles. Und ich bin halt quasi sehr dankbar. Ja. Und sie hat auch ihr eigener Humor, das fand ich eigentlich sehr schön. Und sehr glücklicherweise hatte ich mit wohl in der Erstklasse, so 7, 8, einen kleinen Hund also gehabt. Ja, und also den kleinen Hund habe ich auch selbst geholt und weil ich ja Einzelkind bin, habe ich natürlich keine Geschwister und so. Ja, dann bin ich quasi, habe ich immer mit dem Hund gespielt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass ich fahre, glaube ich, oder fuhr sehr gerne Fahrrad. Und ich hatte noch eine kleine Korb hinter meinem Fahrrad. Und meine kleine Schwarze ist immer, also der ist ganz schwarz mit noch zwei gelber Punkte da. Und ich bin halt sehr oft mit ihm auf dem Feld und auch am See. Das war eigentlich sehr schön. Ja. Mein Heimatort, liegt an einem See, würde ich sagen. Ja. Und es ist, ich sage mal, das ist so und sehr kleine Bezirke vor einem, vor einer Stadtbezirke, vor einer großen Stadt. Also als ich noch sehr jung war, war es eigentlich noch sehr schön. Sehr viel Grün, See, so alles in Natur. Und es gab damals auch nicht so sehr viele Fabrik. Und in dem Dörfchen kennt auch wirklich jeder jeden. Ja, also vor allem kennt jeder meine Oma, glaube ich. Und auch in der Schule kennt quasi auch jeder jeden. Und ich habe da auch sehr viele Freunde, die ich quasi vom Kinderheitszeit, also vom Kindergarten kennengelernt habe, immer bis zum 6. Klasse, glaube ich. Ja, weil danach bin ich dann halt ins Internat gegangen. Das war meine Elternsentscheidung. Also ich konnte mich auch nicht entscheiden, aber auf jeden Fall ist wohl auch dieses Internat eine der besten Schulen in diesem Bezirk. Ja. Es ist sehr hart, weil man muss immer so früh aufstehen und auch eher sehr spät ins Bett gehen könnte. Aber die haben halt quasi sehr viele Lehrkräfte, die haben quasi die Besten in den Bezirk geholt. Und man hat quasi eine sehr hohe Chance, noch später in gute, bessere Mittelschule oder Highschool reinzugehen. Ja. Und meinem Eltern, da habe ich noch eine Aufnahmeprüfung genommen. Weil das ist nicht, wenn man hingehen will, kann man das. Also in meinem Jahrgang, glaube ich, also das war ja für alle Leute, die 6. Klasse absolviert haben. Also erstmal, wir müssen uns dann bewerben. Und dann kam diese Aufnahmeprüfung. Ich glaube, in meinem Jahrgang gab es so ungefähr über 2000 Schüler von allen Dörfchen, Bezirke, also Downtown Area quasi, die zu dem Aufnahmeprüfung gehen ist und sind. Und ich kann mich noch ein bisschen erinnern, an dem Aufnahmeprüfungstag kam einfach in dem kleinen Bezirk oder in dem Town riesige Stau. Da wurde auch berichtet. Da war so quasi, ja,
so die Top-News in diesem Monat oder so. Und ich war jedoch sehr gut. Ich war auf Platz 36. Das heißt, für meine Eltern nämlich, die müssten nicht extra zahlen, weil diejenigen, die hinter 250, also das ist ja Platz, die müssen, also ich kann es schwierig beschreiben, aber es ist so, je 10 Plätze, wie kann ich das beschreiben? Also man muss quasi ungefähr 100 Euro mehr zahlen, wenn man so 10 Plätze rutscht. Das bedeutet, für 250 zahlt man diese normale Gebühren, wie hier Semestergebühren. Und dann, wenn man dann 260 ist, dann zahlt man 100 mehr, 270, dann 200 mehr, bis zum, ja, die quasi am Ende. Ja, also an dem Anmeldungstag hat meine Mutter auch Leute gesehen, die mit 2 Koffer mit Cash, Geld reingenommen sind. Und anscheinend war das Ergebnis für die deren Kinder nicht so ganz gut. Ja. Ich kann mich noch erinnern, die ersten Tage, ich glaube auf jeden Fall bei mir war die erste Woche sehr schwierig, dass ich fast jeden Tag geweint habe. Aber in meiner Klasse, also wir haben, also in jeder Klasse, es war ja so, dass wir hatten so eine Schülernummer, 1, 2 bis ja 50 oder so. Und das ist ja leider nach dem Noten, nach dem Aufnahmeprüfung Noten gelistet. Ja, und ich glaube, da war die, erst in meiner Klasse war ja ein Mädchen, die ist sehr süß, die ist sehr nett, aber sehr schade, nämlich, dass sie konnte so ein Leben gar nicht quasi, also das war ja zu hart, dieses Internat, und sie war heftig. Also sie hat auf jeden Fall viel mehr geweint als ich, und sie konnte das nicht mehr ertragen. Nach quasi einem Monat oder weniger als einem Monat ist, hat sie dann die Schule wieder gewechselt. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, als meine Eltern und Oma zu mir zum Besuch kamen, in den 2 Wochen oder so, ja, habe ich auch sehr viel geweint. In meiner Zeit damals gab es sehr viele Schüler immer in einer Klasse. Also ich glaube, in Grundschule hatten wir immer durchschnittliche so um 50. Ja. Und aber wir hatten auch immer so einen Klassenlehrer, der quasi zuständig für die ganze Klasse ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich ein bisschen Angst vor die Lehrer oder Lehrerin hatte. Aber ich glaube, das ging ja bei jedem Schüler in China so. Und in der Schule haben wir auch immer vor allem wie Normen oder Regeln sowas gelernt. Das heißt, wir müssen quasi vor allem die Lehrer, ja, sage ich mal, grundlos respektieren. Also was die Lehrer sagen, ist immer richtig. Und also wir müssen natürlich immer, ja, also wir müssen uns auch sehr gut verhalten und am besten nicht zu viele Fehler machen, sowas. Ja. Und also ich kann mich jetzt noch erinnern, nämlich in meiner Mittelschule, wahrscheinlich in Deutschland, ist ungefähr 7., 8. Klasse, also in meinem Internat, also musste ich damals immer um 6 Uhr oder 6:30 Uhr ungefähr so aufstehen. Und wir hatten noch Morning Reading, das ist so ungefähr wie Frühmorgen vorlesen, also Chinesisch. Also in meiner Zeit war immer Montag, Mittwoch, Freitag, glaube ich, Chinesisch und dann die anderen Tage Englisch. Da muss man halt quasi immer gut, also laut vorlesen. Also die chinesischen Wörter, die englischen Wörter muss man dann auswendig lernen. Also ganz früh morgen, und das ging immer so genau eine Stunde. Und danach, also nach diesem, ne, Morgenlesen, sage ich mal, hat man da ungefähr 30 Minuten Zeit zum Essen, also Frühstücken eigentlich. Und ja, nach den 30 Minuten sollte man schon wieder im Klassenzimmer sein und ja, für die erste Stunde gut vorbereitet und los ging's. Und es ist absolut leider ein Verbot, dass wenn man zu spät kommt, weil dann kommt man nicht mehr rein. Ja, und es wird im Winter, also es war im Winter sehr, sehr hart, dass man halt draußen steht. Ja.
Es ging, glaube ich, immer von ungefähr von, ich glaube, von sie, also Viertel vor acht wohl bis ungefähr 11:30. Und da hatte man noch so 30 Minuten wieder zum Mittagessen. Und dann sollte man wiederkommen für die, ja, für die Unterricht im Nachmittag. Und in meiner Zeit, glaube ich, da gab es immer 4 Unterrichtsstunden oder in Deutschland Unterrichtseinheiten, Vormittag und 4 Nachmittag. Ja, und in dem Internat hatten wir immer Chinesisch, glaube ich, Mathematik, Englisch, Physik, Chemie und Biologie. Ja. Und ungefähr, glaube ich, mit so 18, 19 wollte ich halt quasi sowas anderes machen. Und in dem Gymnasium gab es auch damals so ein Programm. Dann kamen halt einige Studierende aus den USA, die haben halt mit uns so Sprache ausgetauscht und ich habe da auch so gute Freunde gefunden. Und von denen habe ich auch viel natürlich über den USA gehört und haben quasi die Interesse gehabt, jetzt über andere Länder, andere Menschen. Ich konnte damals auch sehr gut Englisch sprechen und ich habe mich halt einfach für andere Kultur interessiert. Und also in China danach bin ich in eine andere Stadt, das heißt Nanjing, ist die Hauptstadt von unserer Provinz gegangen, zur Uni gegangen. Und dort habe ich Deutsch als zweite Fremdsprache genommen. Das war nur aus reinem Interesse. Und irgendwann hat eine Deutschsprachlehrerin mir so erzählt über Deutschland, über das Studium alles. Ich hatte damals noch andere Sprachen zur Auswahl, nämlich Französisch, Japanisch, Koreanisch. Und eigentlich die meisten Leute lernen eher Japanisch und Koreanisch, weil, also ich muss hier doch betonen, dass die sind drei ganz verschiedene Sprachen. Aber Leute denken, dass, ja, also die sind hier Nachbarländer in der Nähe, wahrscheinlich, wir können schon dieses chinesische Schriftzeichen und es gibt auch ähnliche Teile quasi. Aber für mich, weil ich habe das Gefühl, ich immer seit der Kindheit in so eine geschlossene Raum, sage ich mal, so eine Gedankensraum gelebt habe. Ich kenne mich eigentlich nicht so gut aus von draußen. Also außer jetzt diese Erfahrung in dem Gymnasium mit dem USA-Studierenden. Und daher wollte ich eine Sprache lernen, die einfach sehr anders als meine eigene Sprache ist. Und ja, wie gesagt, Englisch konnte ich damals schon. Ich denke, Deutsch und Französisch sind sowieso auch Buchstaben. Daher, ja, sollte es schaffbar sein. Und zwischen Deutsch und Französisch habe ich jedoch für Deutsch gewählt, weil also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Deutschland ist so ein, ja, also ein sehr hochentwickeltes Land. Und also in China halten wir auch Deutschen für quasi zuverlässig, pünktlich, alles gut. Und das ist auch, was ich mir selber wünsche, dass ich hoffe, dass ich auch ja, eines Tages, eigentlich bin ich mittlerweile schon so zuverlässig und auch fleißig bin ich auch und ich glaube, Deutschen haben auch so einen fleißigen so Ruf in China. Daher, das passt mir quasi Charakter, von Charakter her. Die deutsche Lehrerin, also die war selber, glaube ich, damals noch so frisch absolviert vom Uni. Sie hat im Uni Saarland, glaube ich, nee, Trier. Entschuldigung, Trier. Also sie persönlich sehr lustig, weil normalerweise für uns Lehrer sind ja diejenigen, die immer uns ständiger Druck haben, so wie, ja, jetzt mach mal das, lern mal guten Morgen, jetzt buchstabieren das, aber sie war nicht so. Sie ist komplett anders, sehr offen natürlich auch, sie ist sehr jung und also ich bin selber eigentlich auch so ein bisschen beeindruckt von ihrer Persönlichkeit und ja, und sie hat natürlich sehr viel Positives über Deutschland geredet und hat natürlich einen Punkt erwähnt, nämlich, dass in Deutschland also zu studieren ist kostenlos. Da gibt es keine Studiengebühren, weil soweit ich damals wusste, hatte es immer enorm gekostet, wenn man in den USA oder in England studieren möchte. 20, also so 20.000 Pfund oder sowas pro Jahr, das ist für mich, für meine Familie unbezahlbar. Und daher, also ich glaube, ohne Studiengebühren war es eigentlich auch ein sehr wichtiger Grund für mich. Ja. Ich habe halt selber immer also auf dem Internetseite, nicht Google, Google ist leider nicht aktiviert in China, ich habe selber recherchiert, ja.
Und also wie ich das alles mache. Und sehr gut heißt, wir hatten in China auch immer sehr viele Forum, wie hier studien.de oder sowas. Da gibt es immer Leute, die da schreiben, wie haben die sich damals so vorbereitet, diese ganze Bewerbungsprozess. Ja, da hat es mir auch sehr viel geholfen. Ich habe ja natürlich immer dem günstiges Flugticket ausgesucht. Das war, glaube ich, über so eine russische Airline. Er flut, ja. Aber das war auch wirklich mein erstes Mal komplett so nach Ausland. Und für das erste Mal war das echt schon ein bisschen zu lang, nämlich ja, über 8000 Kilometer war das. Also ich bin in Moskau, glaube ich, umgestiegen. Aber ich hatte damals diese Gedanke, ich konnte ja doch jetzt Deutsch und Englisch sprechen, es sollte nicht zu schief gehen. Ja, in Berlin. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, also ich weiß nur, dass ich einfach im Dunkel angekommen bin. Also jetzt schon ein bisschen lange her, daher weiß ich nicht mehr, ob das ist Abend oder früh morgen. Aber es war auf jeden Fall dunkel. Daher war es schwierig für mich, einen Ort zu finden. Ich habe zu Hause in China schon eine Jugendherberge, ein Zimmer in Jugendherberge am Potsdamplatz gesucht, also gefunden. Und ja, das war, ich bin im Flughafen Schönefeld angekommen, nicht Tegel. Das ist ein Flughafen, der so ungefähr eine halbe Stunde außerhalb Berlin liegt. Aber ich habe echt Glück gehabt, als ich gelandet habe, habe ich dann, ich glaube, zwei englische sprechende Leute, entweder Kanada oder Australien, quasi gefragt, konnte ich zum Regionalbahn kommen. Die haben dann mir den Weg gezeigt. Noch ein älterer Herr hat mir auch inzwischen geholfen. Ich bin dann irgendwie jedoch in die Bahn eingestiegen, die zum Berlin Stadtzentrum fuhren. Und noch ein sehr lustiger Punkt, nämlich ich wusste gar nicht, dass in Deutschland man sollte den Knopf noch drücken, damit die Tür sich da öffne. Ich habe da so ewig gewartet und ein paar, ja, Leute haben daneben auch geguckt. Ich glaube, die haben auch so Stress ein bisschen so gehabt. Ja, bis die denken, ja, ich werde nie selber da drücken, haben die mir das geholfen. Ja, und irgendwie bin ich hier doch zum Stadtzentrum gekommen. Und ich habe, wie gesagt, die ersten 4, 5 Jahre war ich ja in Berlin. Und ich habe da Chemie studiert, Bachelor absolviert. Und im Master möchte ich halt was noch. Bisschen sowas anderes, interdisziplinär studiere, nämlich Wirtschaftswissenschaft. Am besten natürlich für Leute, die dann vorher was anderes studiert haben. Und es gibt leider nur drei Unis, die sowas anbieten, nämlich eine Uni Jena, TU München und AWTH Aachen. Und in Aachen und auch in der Umgebung habe ich echt gute Freunde, die ich damals in Berlin kennengelernt habe. Ja, und AWTH hat dann auch einen guten Ruf. Und da ich ja schon in so große Stadt gelebt habe, wollte ich auch was anderes erleben. In Aachen, ja, spricht mich einfach an. Ja. Jetzt, wenn ich in China lebe, was ich an dem Grenze denke, ist es eher so, sag ich mal, nicht kriegsmäßig, aber irgendwie man muss halt aufpassen, weil unsere Nachbarn, wir haben halt sehr heftige Nachbarn, ne, Nordkorea und da noch in dem Süden viele Länder, die immer noch in extremen Situationen gerade sind, glaube ich. Ja, und China ist leider nicht so ganz gut befreundet mit den ganzen Nachbarländern. Und als ich, glaube ich, zum ersten Mal nach anderen Ländern, also von Deutschland aus zum anderen Länder gereist habe, habe ich mir auch Sorge gemacht, weil ich dachte mir so wie, oh, ich habe jetzt nur das Visum für Deutschland. Wie wäre es, wenn ich Probleme kriegen würde in Tschechien oder in der Schweiz und so? Aber ich habe mich so gewundert, als ich gesehen habe, da gab es ja keine Kontrolle, das ist niemand. Und irgendwann habe ich gemerkt, so wie ja, das Signal steht einfach nicht mehr Deutschland, sondern also was anderes, andere Länder. Ja, also das finde ich eigentlich echt top, dass man sowas hatte. Ja, weil bei uns ist das unvorstellbar. Ja. Also aus meiner eigenen Erfahrung finde ich, das ist sehr interessant. Man hat wohl eine andere Einstellung oder heißt das Erwartungen? Ich gehe jetzt in einem anderen Land, wahrscheinlich da wird alles jedoch anders läuft. Aber ich sag mal so tief grundsätzlich sind Menschen einfach Menschen. Ich habe hier auch Freunde fürs Leben gefunden und da habe ich kaum Unterschiede mit den Leuten gefunden. Die sind einfach, ja,
Menschen und nette Menschen und mit denen ich einfach so gut verstanden habe. Ja, also ich glaube, das ist immer ja, sehr interessant und auch sehr sinnvoll, wenn man das selbst erlebt haben und am Ende ja, so zu einem Conclusion kommt. Ja.